Ja, servus die Maren und grüß euch die Buben. Ja, ich nutze da wieder eine kleine Regenpause aus, es ist eh schon wieder drüben. Wie immer, Vormittag natürlich alles verregnet. Bis jetzt eigentlich geregnet, es ist jetzt kurz vor zwei. In einer Stunde soll es schon wieder regnen. Ja, aber daheim hocken, das kann ich nicht. Dann, ich habe auch vom Thorsten ein dänisches Tab gekriegt. Das habe ich heute mit dabei. Und wenn es regnet, werden wir es gleich mal testen, wenn es richtig feucht ist. Ja, angesagt haben sie Regen. Kleinigkeit zum Essen habe ich mit dabei. Nicht weiß gut was. Käfchen ist sowieso klar. Und in dem Sinn möchte ich mich auf mein altes Platzl aufschauen, auf mein Lager, was ich da früher gehabt habe. Schauen, wie sie sich jetzt schon erholt hat. Ich denke schon, langsam wird das werden. Ja, in dem Sinn rede ich nicht viel mehr drum. Schauen wir mal auf. Ja, noch scheint wieder die Sonne. Aber für meine Radtouren ist das Wetter natürlich nicht wirklich was. Das macht man dann gewaltigen Strich durch die Rechnung. Ja, geht jetzt so ein bisschen um und um. Und die Kamera habe ich natürlich auch immer wieder mit, was so ist. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, YouTube-Pause, was ist das für Pause? Ja, YouTube-Pause in dem Sinn mache ich schon noch. Wie ihr es wahrscheinlich dran gemerkt habt, ich schaue fast keine anderen Videos im Augenblick. Also da mache ich wenigstens noch eine gewaltige Pause. Also vielleicht ein, zwei Videos am Tag, wenn es wirklich hochkommt. Und sonst halte ich mich da wirklich zurück und mache andere Sachen. Ja, wenn ich unterwegs bin, ich habe zwar gesagt, ich lasse die Kamera daheim, aber nehme ich da gerne immer wieder mit. Ja, ganz erholt hat sie sich noch nicht. Ich sehe, Gras ist schon ein bisschen nachgewachsen, aber da ist noch ziemlich wenig. Da schaut es noch ziemlich unerholt aus. Ja, da sieht man, wie lange sowas wirklich dauern kann. Darum will ich auch keine Fixbarzahl mehr haben, weil ich will nichts mehr ruinieren draußen. Ah, ich habe mich da jetzt entschieden, ich lasse das Platzl da einfach liegen, das soll sich einfach erholen. Ich werde da noch was anderes auch finden. Die Gegend ist ja nicht so klar da. Wir werden schon ein Platzl finden. Mal ein Stück Lobe. Okay, da, schauen wir mal, was wir da haben. Judasohren. Die wachsen auf angestolberne Wacholderstauden. Ja, da werden wir sie ja mitnehmen. Ja, das sind diese Judasohren. Die kennen sie wahrscheinlich von den der japanischen Kugel oder der China-Restaurant da. Die haben die auch sehr gerne mit dabei. So, jetzt fängt es bereits an zum Regen und ich werde das Platzl jetzt gleich nehmen. Stimmen wir mal da alles auf, dass wir mal im Trockenen sind. So, fertig aufgebaut. Das ist jetzt das dänische Tab. Noch ist es trocken. Da ein bisschen wie ein Dachl aufgebaut. Und wir fahren jetzt schön gemütlich da unten sitzen. Und da machen wir es jetzt gemütlich. Ja, ich habe heute wieder meinen Holzvergaser dabei. Mattel habe ich auch darunter mal ein bisschen weggeputzt. Also, es ist eh alles nass da. Ein bisschen was unterlegen, dass der ein bisschen gerade steht noch. Ja, was gibt es heute? Ich habe so Speckwürfeln dabei und vorher schlagen wir sie dazu und das muss reichen. Hm.
Herrlich, Freunde, herrlich. Nachwürzen braucht man nicht, der Speck ist so geschmacksintensiv. Vom Feinsten. Ja, lassen wir es gut sein. Wir werden gleich ein Wasser aufsetzen. So. Ja, und ich sage jetzt ganz einfach einmal Mahlzeit. Mit dem selber geschnitzten Gaberl mit der 5-Zinke. Ja. Funktioniert. Kann man gleich ein bisschen wie eine Schaufel annehmen. So da. Wasser kocht. Käffchen rein. Aber nur kurz. Passt. Jetzt lassen wir ein bisschen stehen. Dabei ist mein Ruhe weiter. Ja, ich muss halt gestehen, das schaffe ich halt nicht alles. Keine Chance. Ich bin voll. Weil ich heute nur Frühstück gegessen habe in der Früh. Inzwischen haben wir es 3:30. Regnet wird es immer noch nicht. Sollte eigentlich schon schieden, laut Wetterbericht. Naja, Zeit wird es zum Aufgießen. Gigantisch, gigantisch. Ja, in dem Sinn mein gewohnter Gruß an die Krankensaison. Gesundheit, Freunde. Der Sommer ist bald vorbei. Schaut, dass das rauskommt. Und natürlich an alle und an Prost, Freunde. Ja, der wird einmal gut werden. Komisch, bei mir werden alle gut. Feinzelt Gewitter. Mit Niederschlag. Ich bin im Paradies, Freunde, was so ist. Naja, macht nichts. Es da absteht. Ich habe nicht dran. Ich zweifle da nicht dran, dass das dicht ist. Schöne Größe hat es auch. Ja, wie immer natürlich viel zu viel Holz gesammelt, aber das ist eh standardmäßig, glaube ich, bei allen so. So, alle zwei schon ausgesoffen. Scheint so wieder die Sonne, aber jetzt gehe ich trotzdem heim. Rauffahren soll es ja nicht mehr aus, es ist 4. Naja, macht nichts. Wahrscheinlich, wenn ich heimkomme und das Rauf lasse, fängt es zum Regen an. Keine mehr Glück im Augenblick schon. Na egal. Ist so. Ja, Freunde, ich bin gleich wieder am Weg raus. Kann
kann mich bei euch mal wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und mein altbewährter Spruch: Servus die Malen und pfiat euch die Buben.